Schön, dass ihr da seid. Ich bin Fexi. In diesem Video spielen wir wieder Pokémon Snap. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich für einen Daumen nach oben. So, ich glaube, wir müssen nochmal den Naturpark erkunden, damit wir genug Punkte für ein anderes Gebiet haben. Ich hoffe einfach, dass wir dann ein neues Gebiet erkunden können, falls wir das jetzt 5-6 Mal abfahren müssen, ne, das wäre viel zu viel, aber ich glaube einfach mal, dass es auf Level 2 ungefähr, auf Level 2 hochkommt. Okay, jetzt mal erkunden, müssen wir jetzt direkt wieder ins Gebiet kommen. Okay. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Echt noch mehr? Die Screen-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. Cool. So erhältst du die Funktion zu den Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in der Nähe. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit den ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt, handelt es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein könnten. Das erklärt irgendwie gar nichts. Man muss einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du flexibel wieder die einzelnen Schlitten erklären? Widerledigt, dann zück mal deine Kamera. Die Skin-Funktion ist ein Kinderspiel. Drück einfach nur X. Such's mal. Hey, wir sind aber nicht mehr da, wo wir eigentlich ausprobiert haben beim letzten Mal. Pikachu, du hast gesehen, dass der Name des Pokémon angezeigt wurde. Und hast du auch gefragt, ein Symbol mehr? Das bedeutet, dass du irgendwas näher ansehen kannst. Näher ansehen kannst. Bewege dafür zuerst den Zeiger auf Fragezeichen. Er hat seine Form verändert, nicht wahr? Wenn das passiert, musst du X gedrückt halten, um es hier durchzuführen. Das probieren wir auch. Genau so. Jetzt ist das Ergebnis der Analyse. Ein Neon. Das alles hier. Da fällt mir ein, der Name Neon sollte sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unter dem Bildschirm die Symbole auf, geht es in der Nähe etwas zu untersuchen. Wenn du das siehst, nutzt die Screen-Funktion und suche deine Ergebnis. Ach ja, das hast du vergessen. Eine coole Sache solltest du noch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist es die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagte, das war so gar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das sollte fürs Erste gewesen sein. Okay, auch witzig. Vielleicht kann man sogar 4 Sterne bekommen. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Danke, Rita. Durch die Skin-Funktion kannst du in allen möglichen Erfahrungen bringen. Setz sie oft ein. Okay, dann machen wir das. Wenn er es sagt. Okay, jetzt aber kommt mir. Karte von Lenti. Dieser grüne Park ist der natürliche Lebensraum vieler Pokémon. Diese Strecke ist als Schnupperkurs gedacht. Sie führt einem großen See entlang. Hier sehen wir sogar, wo wir lang fahren. Okay, erst fahren wir mal über den Fluss. Dann fahren wir in den See, über die Brücke. Dann fahren wir in eine Art kleines Gebirge durch so eine Schlucht von Gebirge. Und dann kommen wir am Schluss auf eine Blumenwiese raus. Okay. Fotos von Nintendo speichern. Okay. Kann sogar speichern, die Fotos. Weil so, hier geht echt viel. Go.
Vielleicht da hinten. Wahrscheinlich irgendwas, was uns nicht interessieren sollte. Ist ja auch geil. Oh, ich glaube, der hat schon was Besonderes gemacht. Ich benutze einfach ganz oft diese Screen-Funktion bei jedem Pokémon mal. Gut, das hat jetzt keine Reaktion gezeigt. Auf diese Funktion, Screen. Diese. Ah, es zeigt mir keine Reaktion gerade. Elmolga. Da liegen gefressene Früchte mehr. Pokémon kann sein. Okay. Jetzt habe ich mich nur auf das. Okay. Oh, hier kannst du Screen-Funktion einsetzen. Salpium mit die Froleo wächst. Sieht das denn aus, das Foto? Ah nein. Das habe ich jetzt nicht erwischt. Wow. Ich kann nur noch 28 Fotos machen. Ich liebe diese Funktion. Das war auch witzig. Einfach mal weggerannt. Ich hatte schon ein bisschen was für ein Pichor. Ein Champ. Ah, ich habe schon mal gut drauf gekommen. Scannen. Ich sehe hier nichts. Ich habe jetzt nichts gesehen zum Scannen. Okay. Oh ja. Ich komme ja auch schon zur Blumenwiese. Es geht richtig schnell. Kokolei nochmal fotografieren. Da hinten. Kannst keine weiteren Fotos schießen, okay. Tamiru. Du hast nah die Strecke. Mit der Strecke hast du ganz schön traut, dann wäre ich gleich mit den Fotos. Ich glaube, ich habe jetzt den weg, das übersprungen halt ein bisschen. Ah, genau, hier kann man auch noch weiterklicken. Jetzt habe ich gesehen, vielleicht waren dann 3 Sterne dabei. Und ich habe sie übersehen und jetzt weggeklickt. Gibt es da noch ein 3 Sterne Foto? 2 Sterne? Ich finde Fotos, ich bin von denen geschossen. Ich glaube, kein 3 Sterne. Oh. So, ich habe ihn gerade wieder rum. So, 11. 12 Fotos. Okay, 12, da ist dann wieder das andere. Ich glaube, ich nehme das hier. Warte mal. Okay, dann habe ich da 2 Sterne noch nicht, weil es zeigt da drüben auch an. Ja, habe ich.
keine besonderen. Dann lasse ich den hier, weil es so eine schöne Blumenwiese ist. Aber ich muss sogar einen auswählen. Dann nehme ich den hier. Dann lasse ich im Fototext den anderen. Warum auch immer der jetzt nicht zählt. Wenn der jetzt nicht zählt. Oh Mann, warum hat das nicht zählt? War doch ganz witzig. Aber das fand ich echt geil, weil er den verjagt. Das fand ich etwas Besonderes. Gut, dann ich nehme trotzdem das. Weil ich das am coolsten finde. Das mit dem, wo er es verjagt hat. Weil immer das nur einen Stern hat. In Molga, hä? Ach, da oben, stimmt, hier war auf dem. Jetzt habe ich auch gesehen. Zwei Sterne habe ich das. Habe ich noch gar nicht. So, das ist das hier. Ich dachte, das wäre das andere. Zwei Sterne. Okay, aber langsam werde ich gut. Finde ich echt. Langsam wird's gut. Langsam kriege ich richtig gute Sternanzahl. Da stehen 12-0 von jedem. Ich glaube, nimm einen von der Blumenwiese. Ja, komm, ich nehme einen der Blumenwiese. Da sieht man den hier im Hintergrund, den Ende sind wirklich nicht so geil. Das ist nicht so geiles Foto. Zwei Sterne, weil es da den Schnabel hat. Habe ich da schon zwei? Nein, aber ich habe ich noch nicht. Gut. Da habe ich auch noch keine 2 Sterne. Wahrscheinlich, weil er fliegt. Ich habe von jeder so 3. Alles gar eine Info. Pichu. 2 Sterne. Och, ich bin voll gut. Ich finde es echt gut. Okay. Der ist nicht so besonders. Okay, da ich nur 2er. Toll. Nein, habe ich keinen Eiser geschossen. Nein. Oh Mann, hätte ich einen 1er geschossen oder einen 3er. Oh. Nicht den hier. Vielleicht wechsle ich das sogar. Zeigt, glaube ich, alle an. Gut. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diesmal für mich hast. Oh, das sind Dolit. Du hast erstmal 2 Sterne von ihm. Scheint sich irgendwas interessieren, nicht schlecht. Kannst du es sehen lassen. Okay. Gold. Ja, das ist. Es kommt darauf an. Es gibt einmal 1 Stern Bronze, 1 Stern und Silber und 1 Stern Gold. Ja, das ist so. Auch so. Noch immer. Das sieht man im Willen. Und was für ein schönes Pokémon. Fliege da nicht schlecht. Das Foto kann man sich sehen lassen. Okay. Neuer Rekord bei dem. Glaub. Das mehr, deswegen nehme ich das. Auch wenn das nicht in der Blumenwiese ist. Blumenwiese finde ich so schön. Gut, jetzt bin ich spannend. Und. Neuer Rekord bei ihm. Sogar, ich glaube sogar der wirkliche Rekord. Das hat Silber. Und da, weil sie da verjagt werden, wahrscheinlich. Dann sind da ein Silber 1 Stern. Molga. Jetzt hätten wir ein Molga. Ist jemand zu schnell. Okay. Folge. Okay. Viele Fotos sieht man. Ach, warum ist der so schnell? Habe ich weiter gedrückt, auch wurscht. Cool. Raupel 2 Sterne. Sogar Gold. 2 Sterne Gold. 4.000 letztes Mal. 1.900.
dann behalte ich das hier, weil das mehr Punkte hat. Ich glaube, ich behalte immer das Bessere von den Punkten hier. Ich habe gar nicht auf die Sterne geschaut, auch wurscht. Okay, Carpador. Oh. Okay, ein fliegendes Carpador. Pichu. Okay. Auch gut. Trap. Das heißt Chimpe oder so, neuer Rekord. Zahlen. Glaube ich, nehme das hier, weil ich weitere Pokémon. Da waren nämlich zwei Pokémon drauf. Das hat wahrscheinlich auch die Punkte gegeben. 200 Größe. Pose man nicht. Pokémon. Ah, da sind so viele. Im Hintergrund noch mehr. Ja. Das hat Silber nur. Zwei Sterne sind nämlich das hier. Aber waren schon alle? Okay. Parktag. Forschungslevel. Park. Forschungslevel 2. Nacht. Oh, du hast ein neues Forschungslevel erreicht. Halt deine Augen nach den gleichen Veränderungen offen. Übrigens. Da es mit der Erkundung so gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du dein Foto verstaut hast. Na, gespannt sein. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich so gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss.